Ein Lied. Ich bin sicher nicht der letzte Depp der Welt. Nein. Ich bin sicher nicht der letzte Depp der Welt. Hallo meine Depris und alle, die es noch werden wollen. Habt ihr heute schon Capri-Sonne getrunken? Das ist das genaue Gegenstück zu Depri-Sonne. Clowns sind wir hier, nicht wahr? Wir sind hier, um auch die traurigen Menschen mal wieder lachen zu bringen, nicht wahr? Die lachen über uns. Wir haben heute gar keine Mützen auf. Was ist eigentlich los heute? Soll ich welche holen? Ja, hol welche. Hol welche. Nee, was habe ich hier? Was habe ich hier im Kopf? Na Kinder, was habe ich hier auf dem Kopf? Es war ein Cowboy-Hut, der ist mir runtergefallen. Blöd. Blöd. Weißt du, es gibt ein Individuum. Ein Indie-Spiel? Ja. Okay. Es heißt, ich will das Kind sein, ich will der Typ sein. Ja. I wanna be the guy. Es gibt wirklich ein Spiel, das heißt, I wanna be the kid again. Echt? Nein. Oh. Wahrscheinlich. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es so ein Spiel gibt. Ich kenn's nicht. Ich hab's nicht gespielt. Aber das soll auch mal gemacht sein, ja? Was hältst du von dem Design-Choice hier? Grüner Hintergrund auf Gelb, auf Blau? Blau finde ich gut. Was gibt das? Also, was gibt das? Hör auf! Entschuldigung! Ich bin nur manchmal richtig seltsam drauf. Heute nicht. Also, ich meine, was ist da für ein Payoff? Okay, dieses Wort haben wir schon im letzten Stream richtig, richtig viel verwendet und falsch verwendet vor allem. Versuch's nochmal. Ja, ich meine, was gibt es für ein Gefühl? Was kommt da für ein Gefühl? Ist das eine Eishöhle? Es gibt ganz bestimmt dieses Gefühl, das man nie vergisst, okay? Das gibt es auf jeden Fall. Was ist... Oh, Brooklyn-Ghetto-Sprache. Was ist deine Lieblings-Ghetto-Sprache? Blöd! Immer noch! Ach. Was, Ghetto-Sprache? Ja. Wie spricht man in den Ghettos? Endlich ist sie da! Die Terence Hill und wer ist der andere Typ? Das ist deine Lieblings-Ghetto-Sprache. Bud Spencer, ja. Das sind doch, ist nicht eine Filmserie, oder? Es ist nicht eine normale Show mit Folgen. Es sind doch Filme, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich... Es schimpfen jetzt alle auf mich. Aber ich weiß es nicht. Alle meine Geister, die nicht vorhanden sind und die Zuseher, die auch nicht da sind. Warte, ich schau mal. Wie viele Menschen? Zwei glückliche Seelen. Zwei verlorene Seelen. Ja, wo sind die Zuschauer? Warte, wir haben noch nicht mal umgestellt, was wir spielen eigentlich. Wir sind ja wirklich gut drauf. Wir spielen ja noch diese Fantasie. Das Stream darf auch nicht heißen Speedrun im Schneckentempo. Verdammt. Muss heißen Deutsch, German, Afrikaans. Das Spiel der Woche, Battle Kids. So heißt unser Stream. Tipp schneller, weil du gewinnen kannst. Aber jetzt kommt der Success des Monats, okay? Unser letztes Crash Bandicoot Part, nämlich Part 17, Kapitalismus Crash, hatte 40 Aufrufe. Meine Güte, Jesus! Das ist mehr, als ich je erhofft habe. Und weißt du warum? Weißt du, was dahinter steckt? Ist das gut? German Humor. Okay, passt das. Ja, mit German Humor. German Humor. 50 Tode, Amadeus, Jubiläum. Was der große Success war. Was? 40 Aufrufe beim letzten Part von Crash Bandicoot. Beim letzten Part? Was steckt dahinter, fragst du dich jetzt sicher? Ach, keine Ahnung. Was Marketing. War's? Echt? Marketing und nur Marketing. Nur beim letzten Part oder ja, bei allen? Beim letzten Part. Beim letzten Part. Echt so. Weißt du, was dahinter steckt? Was? Wie ist es genannt? Die neue Terence Hill Collection! Wie ist es genannt im letzten Part? Kapitalismus Crash. Ja, was ist so lustig daran? Lies dir die Beschreibungen gefälligst durch, die sind 8-mal lustiger. Okay, mach ich dann. Obwohl ich ab Part 15 in eine ganz andere Richtung dann wieder eingeschlagen bin. Was meine Pseudo-Parodie von der Crash-Story angeht. Okay, also unbedingt lesen. Ja. Yeah. Yeah. Eine Buchempfehlung von uns. Ja. Kennst du vielleicht das Buch Mick Foley? Have a nice day! Das ist lustig! Was ist das? Zuck nicht so aus. Schau schon wieder so. Das ist ja German Humor. Ja. Man sagt ja, die Deutschen haben schlechten Humor. Wir sind ja auch gar nicht wirklich aus Deutschland. Ja, das ist ja das Payoff dabei. Ja. So ist der German Humor. Das sind ja gar nicht aus Deutschland. Das geht jetzt so weit, dass ich nicht mehr. Da kann ich. Ja.
Schau, das ist gut, was wir machen. Aber das ist zu viel. Aber das schaut keiner mehr an. Ja. Das ist zu viel. Die neue Terrence Hill Collection. Stell dir vor, es ist wirklich nur die Terrence Hill Collection. Und Bud Spencer kommt aber nicht vor. So, aber echt? Nein, gar nicht. Da steht auch so urgroß Bud Spencer drauf und dann so und so klein so Terrence Hill nur. Ja. Hast du schon mal gesehen? Nein. Na sicher, das steht. Also, oh. Es ist so, steht auf der Verpackung von der Terrence Hill Collection steht so urgroß Bud Spencer drauf. Ja, okay. Und so urklein der Terrence Hill. Ja, wechsel mit das Thema. Der Witz ist ausgelutscht gerade schon. Noch pickt nicht. Schon. Der pickt schon richtig. Nein, das ist jetzt wirklich deutsch. Ja, stimmt. Obwohl, das sagt man deutsch nur pickt. Nein. Ich glaube nicht. Oder? Klebt, ne? Der klebt schon richtig. Richtig verklebt, ja. Mensch, ey. Richtig, ey. Ja. Oh! Ja, weit sind wir auch nicht gekommen, oder? Nein. Das Lustige an der Sache ist, Siva gibt uns hier wirklich alle vier Schlüssel. Warum? Hast du schon irgendwo welche Schlüsselblocks gesehen? Nein, kommt noch. Run? Nein, kommt blöd. Nein, kommt noch. Ja, ich weiß. Gib uns alle vier Schlüssel. Was hat sich dabei gedacht? Die brauchen es doch, die brauchen es. Schau, gewusst, dass das Grinnerchen gesichtel ist. Au! Ein Gesicht, ja, aber ein trauriges. Nein, das ist kein trauriges. Trauriger als du. Nee. Nee. Das kannst du nicht sagen hier. Das traut sich keiner. Und weißt du, Marketing steckt dahinter, um wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Okay. Ich habe nämlich im Let's Play Forum. Ah! Ja. In dem Faden bewerte die Stimme über dir mitgemacht. Okay. Wir haben immer so 5, 4 von 10 Punkten bekommen. Ah. Mich wundert's nicht. Die Begründung ist, das Mikro ist schlecht. Was? Einer hat sogar geschrieben, Rauschelbauschel. Na, das ist deutscher Humor. Aber er hat recht. Er hat recht, unser Mikro rauscht. Hör auf. Es rauscht nicht, ich höre es ja nicht, oder? Ist du? Das ist jetzt gar nicht mal mehr deutsch. Das ist jetzt schwedisch. Au. Ja, aber nein, auch wenn ich mir die Videos anschaue, ich habe da nichts Rauschen gehört. Es rauscht nicht sehr. Schau, du kennst ja nur unsere Videos, du kennst keinen Vergleich. Ja. Aber in Wahrheit, richtige Videos haben sowas nicht. Aber weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Ich meine, wir hören jetzt die Musik auch vom Spiel. Geht das nicht ins Mikrofon und dreht sich im Kreis und erzeugt Schallwellen, die unüberhörbar sind? Soll ich es nicht lieber abdrehen? Und weit im Universum, da kann man es noch hören. Dreh wieder auf, gefälligst. Ja. Rest in peace, Headphone User. Das war jetzt so Ghetto-Humor, gell? Wir müssen immer nach jedem einzelnen Witz von uns. Dreh es wieder auf, da geht der ganze Spirit verloren. Jetzt ist mein Spirit weg, jetzt kann ich keine Sprüche klopfen. Das müssen wir nach jedem Humor, ja? Weiter. Müssen wir analysieren, ist das deutscher Humor? Ist das Wiener Humor? Ist das Ghetto-Humor? Okay. Oder Afrikaans? Ja, was war das jetzt für ein Humor, dass ich Afrikaans gesagt habe? Welche Art von Humor war das? Ghetto. Nein, das war Pseudo-Lustig-Humor. Der beliebteste der dummen Humors. Kennst du vielleicht den Moor im Hemd drinnen? Echt? Ja, den kenne ich. Oder kennst du vielleicht den Indianer mit Schlag? Jetzt zeige ich dir, wie man das macht. Nein. Eins. So, jetzt die obere. Okay. Eins, nein. Null. Null. Zwei. Die Kurve steigt. Null, okay, ja. Passt. Jetzt geht's los. Komm. Ja. Profi am Werk, aber nicht hier. Jo, geschafft. Wow. Nee, das kenne ich doch. Das hat er schon irgendwann mal gemacht. Ja, stimmt. Das waren die letzten Area. Nur, dass nur auf einer Seite welche waren. Ja, der übertreibt es. Habe ich einen getroffen? Nein. Hättest du wohl gerne. Habe ich einen getroffen? Nein. Warte, ich schau dann zu. Nein. Oh ja. Jojo. Nein, ach. Das will ich nicht. Ja. Ja, einer ist hier und tot. Juhu. Kennst du vielleicht dieses Lied mit diesem Juhu? Juhu. Nein, noch nie gehört. Ist lustig. Tot sind beide. Zwei Beine.
Ah. Blöd, ja! Ah, hab ich Angst. Aber einfach wird's nachher auch nicht, weil du musst dann um die Kurve. Du musst ja einen U-Hackerl machen. Ein O-Hackerl nennt man das. Warte, hast du den Jump noch gut, oder? Wow. Tja, was glaubst du? Das ist einer meiner leichtesten. Wow! Er wird... Naus! Er wird beschützt. Wow, es ist das aus! War all unsere Zeit für die YouTube-Zuseher. Mach, dass es aufhört, hör auf! Ah. Ja. Tschüss, YouTuber! Willkommen Streamer. Bei einem Stream geht's weiter, aber ein YouTuber? Nee.